vorgestellt. Graveyard Keeper, die vierte Vorschau. Ja, wir haben übernachtet und sind jetzt wieder unterwegs mit voller Energie und schauen zu, dass wir dann jetzt noch was machen. Also mitten in der Nacht, okay. Ja, was machen wir mit dem Feuer da? Können wir da was machen? Wahrscheinlich können wir da kochen. Aber uns fehlt Brennstoffe jeglicher Art. Brennstoff von Brennholz, 30, 20 Brennstoffstücken, okay. Dann geht das jetzt hier gerade nicht, aber wir sind auch voll geladen, glaube. Was ist denn das hier oben? Können wir Steine abbauen wahrscheinlich? Ja. Können wir also auch nicht so wirklich gebrauchen. Schauen wir mal hier weiter bei der Ruine. Ist dann hier irgendwie was zu holen? Da sind Lichter. Kann man aber auch nichts anfangen mit den Lichtern. Was ist das? F. Auch eine Technologie. Schade. Das ist glaube Holz, ne? Ja, das ist alles Holz. Da kommen wir vorbei, da kommen wir vorbei. Hier ist ein Garten. Ach, das ist der Friedhof, ist kein Garten, ne? Okay. Ja. Können wir denn irgendwas machen? Haben wir schon hierfür genug? Da fehlt uns der Torf, den wir immer noch suchen wollten, ne? Grabstätten. Da könnte ich jetzt da noch eine bauen, oder was? Und da auch eine bauen, okay. Uns fehlt der Torf. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Das ist schlecht. Was ist, wenn ich jetzt F drücke? Dann macht er ein neues Grab, oder was? Aber das sieht auch schon schäbig aus, okay. Da müsste man das noch dekorieren wahrscheinlich. Das da oben ist ja schon mal schön, ne? So, mal wieder Minus. Die Tür ist abgeschlossen. Königlichen Dienste sind sobald verfügbar. Lesen. Lesen. Der ist verflucht, der Portal, oder? Alles klar. Kann man nichts machen. Kann man auch nichts machen. Also die Bäume kann man auch nicht abreißen. Ja. Hier geht nichts. Jetzt wird's wieder Tag. Da ist auch gesperrt. Da ist ein bisschen ein Dungeon oder sowas. Hier sind wir, glaube ich, auch schon lang getapert. Wenn ich mal noch wüsste, wo der Torf war, ne? Da ist nix. Sümpfe geht ja auch nicht. Hier sind die Felder. Ach so, wir könnten mal gucken, was wir hier haben. Wir haben nichts zum Pflanzen, ne? Was sagt hier die Blaupausen? Da können wir ein leeres Beet machen, bringt uns aber gerade nicht weiter. Hier gibt es Beeren, die sollen wir vielleicht pflücken. Achso, vielleicht sollen wir auch mal gucken, was wir so tragen können. Noch Inventar, waren wir nicht voll irgendwie so? Ja, wir sind voll. Wir sollten vielleicht irgendwo was ablegen. Vielleicht in der Kiste an unserem Haus. Mal gerade gucken. Wir sind jetzt, glaube ich, hier. Das heißt, da oben kann man raus. Sieht so aus, dass man da oben raus kann. Dann gucken wir doch mal. Ja. So, was ist das hier? Blüht rot, aber wir können da nichts machen, ne? Ne, können wir nicht. Gut. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Da können wir was reinlegen. Okay. Energietrank, Nägel, Schleifstein. Und den Stein können wir wahrscheinlich woanders hinlegen. Mehl, Balken, Holzstückchen. Das Wasser können wir rüber tun. Die roten Blumen behalten wir. Steinreparaturwerkzeug. Das Blut weiß ich auch nicht. Knochen weiß ich auch nicht. Fett kann auch weg. Das Fleisch können wir eigentlich verkaufen.
Den tun wir auch weg. Hm, die Stückchen können wir auch alle rüber tun. Balken. Die Blumen brauchen wir noch. Ich glaube, den Rest behalten wir erstmal. Ja. Wo war jetzt bitte schön der Torf, den wir da hatten? Wir brauchen unbedingt den Torf, um das Ding zu verschönern, oder? Den Friedhof. Weizenfarm. Ja. Weiter geht's. Sind wir da runtergegangen? Ich glaube ja, ne? Wir gucken da unten mal gerade hin. Hier kann ja nichts abbauen, ne? Naja. Was hat er denn? Das ist der Bauernsohn. Okay, er hat keine Zeit mit uns zu reden, aber Vater vielleicht, der steht doch hier, oder? Bauer. Du musst wissen, wie man bei einem Boden düngt und bereit sein, Knochen oder Arbeit zu leisten. Sieht nicht wie ein Bauer aus. Kauf deinen Kram lieber wie ein Profi. Mit irgendwie so kannst du etwas Schmackhaftes zaubern. Du hast eine neue Technik freigeschaltet. Herstellen Karottenschnitzel. Herstellen eine Schüssel Sauerkraut. Herstellen Rübenscheiben. Okay. Was können wir denn mit ihm handeln? Ah, Mehl will er haben. Okay, aber bringt uns jetzt nicht so viel, weil Karotte. Rübe. Rübensamen. Er hat hier Samen. Cool. Dann nehmen wir doch mal 2. Oder 3. 39. Habe ich die? Wohl nicht. Wie viel kostet denn das Mehl? Oh, da kriegen wir richtig was für. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben 15. Lass uns mal 10 machen. Jetzt haben wir mal plus. Also das ist schon noch 49 über dann, ne? Kohlsamen. Nehmen wir auch 3. Dann haben wir noch 22 Karottensamen und Weizensamen. Karottensamen. Nehmen wir noch. Ja, 2. Mehr geht ja nicht. Oder wir verkaufen noch Mehl. Ich glaube, wir bleiben so. So, jetzt haben wir die ganzen Samen. Jetzt gehen wir zurück und sehen die erstmal ein. Vielleicht haben wir ja eine Ahnung und kriegen das hin, ne? Wo geht's denn oben lang? Was ist denn hier los? Grab. Kein Grabkreuz, Holzkreuz. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Lassen wir mal so. Was gibt's hier oben? Da ist der Müller. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön, dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hippen finden könntest, handeln. Okay. Er hat Mehl, ich auch. Okay, das bringt uns dann hier nicht weiter. Ist das seine Wohnung oder was hier? Gucken wir mal rein, die Tür ist abgeschlossen. Bis 80 Zufriedenheit bei Müller, okay. Gut, sind wir da schon mal durch. Da geht nichts. Wir wollen einsehen. Das kostet uns wieder hier Mana oder wie man den blauen Balken nennen würde. Was ist das hier? Hexenhügel. Okay, das ist nicht das Richtige. Wir brauchen noch den Sumpf, ne? Weiter geht's. Hier können wir abkürzen. Wenn wir den abkürzen können. Ah ne, wir wollen gar nicht abkürzen, wir wollen hier pflanzen.
Rübensamen. Nee, ne? Ich brauche 4 und ich habe 3 gekauft, oder was? Das ist doch wohl jetzt nicht wahr, oder? Wir brauchen immer 4. Toll. Oh, schade. Auf geht die Reise. Und dann müssen wir das Mehl loswerden. Auf zum Bauern. Ich weiß nicht, ob die 5 Mehl noch was bringen. Jetzt wird es wieder dunkel. Können wir mal abkürzen hier, oder? Damals hätten wir richtig Ärger gekriegt, wenn wir durchs Kornfeld gegangen wären. Handeln. Kohlsamen. Einen. Okay. Verkaufen wir das Ganze. Okay. So, wir haben 3 Rübensamen, 3 Kohlsamen. Einen Kohlsamen haben wir hier. Karotten, Rübensamen. Okay. Dann haben wir 4. Das kostet. Achso, das kostet mehr. Okay. Kohlsamen, Rübensamen. Und hier haben wir nur Karottensamen 2 von. Was kosten denn die Karottensamen? 9. 18 haben wir nicht mehr, ne? Leider fehlen uns da 2. So ein Shit. Wie, wir können auch Minus machen, oder was? Oder habe ich was falsch verstanden? 4, 4, 4. Aber wir haben vielleicht ein bisschen mehr Geld gehabt, nur das war hier das Geld zum Tauschen. Alles klar. Gut, dann haben wir das geschafft. Was ist denn da hinten in dem Loch? F. Was haben wir denn jetzt? Essbarer Pilz geholt, okay. Den Maulwurf können wir gar nicht kriegen. Wir haben die Pilze geholt, alles klar. Dann holen wir nochmal eine rote Blume. Rote Blume, das ist eine weiße Blume, ne? Die brauchen wir jetzt nicht. Da müssen wir bestimmt mit dem Bauern was hinkriegen. Er muss immer noch schön arbeiten wahrscheinlich. Hier unten ist nichts mehr, ne? Naja. Und da links ist auch nichts, oder? Was ist das da? Nix. So, jetzt können wir vielleicht was anpflanzen, oder? Laufen wir wieder zurück. Und schauen zu, dass wir jetzt die Samen in die Erde bekommen. Wir haben noch einen vollen blauen Balken, das ist schon mal gut. Nachtschattengewächse pflanzen wir jetzt, oder was machen wir jetzt? Fertigen. Okay. Und fertigen. Okay. Und das letzte Beet. Auch nochmal fertigen. Und man kann noch nichts machen. Aber irgendwann müssen wir bestimmt Wasser dran kippen oder sowas. Es ist voll neblig. Und wir brauchen jetzt weitere Dinge. Torf zum Beispiel. Das war der Hexenhügel da oben. Hier ist die Weizenfarm, da laufen wir durch. Da haben wir ja schon geguckt, was da Sache ist. Ich bin ein bisschen unentschlossen, wo wir jetzt sind. Also, wo wir sind, weiß ich schon, aber wo wir den Torf herkriegen können. Ich glaube, wir müssen hier zum Ende und dann hier oben weiter noch. Aber wissen tue ich das auch nicht mehr. Hier ist eine Hühnerfarm. Handel. Hier gibt es Eier. Federn und Hühnereier. Das war hier nicht richtig. Gehen wir da noch weiter oder da eben hoch? Da ist Dead End. Es regnet gerade hier. Sieht auf jeden Fall so aus. Hier kann man nichts holen. Doch, da. Was gibt's denn da? Da gab's ganz viele Punkte.
Komm, dann holen wir das auch noch aus der Erde. Da gibt es nochmal so viele Punkte. Ich weiß aber nicht, was er geerntet hat. Wer ist das? Was macht er? Ach, das war der wäre Mensch da, ne? Digo. Ding dong, bing bong, ich bin der Digo. Bin nicht der Digo. Gib mir ihm Honig. Samenöl, Samenöl. Hanfseil, Hanfsamen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal hier hoch. Da kann man angeln, okay. Da geht's noch weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Oder wir gucken mal auf die Karte. Wäre auch möglich, ne? Was ist das hier für ein Lager? Ein Roma-Baron. Fischfilets will er haben, okay? Haben wir nicht. Tja, drücken wir mal die Karte an. Das ist hier das Camp. Wir müssen dann da gucken. Nee. Gute Frage, wo wir hin müssen, ne? Ich glaube, hier gucken wir mal. Beim Dorf. Was steht da? Man darf hier kein Holz fällen, oder? Hier ist der Holzfäller. Den möchte ich aber nicht sprechen. Ich möchte jetzt hier unten... Viel Spaß, Kumpel. Ha, hier gibt's den Torf. Der kostet 2 Silber. Also 8. Okay, den nehmen wir jetzt mit. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber jetzt wissen wir, wo wir den Torf her haben. Das ist schon mal gut. Und davon haben wir 4 gehabt. Diese Person möchte reden. Rosa, guten Tag, Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Fremdfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Okay. Wir sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, du würdest sogar Menschenfleisch essen. Den glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. Gut, tschüss. Ja, hier unten und dann links, oder? Ja, sieht so aus. Hier sind wir bei Nebel lang gekommen. So, jetzt haben wir den Torf. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zum Friedhof kommen mit den Blaupausen, ne, oder? Oh. Alles ist bereit, mein Herr. Gut, gab es Probleme? Nein, mein Herr, aber da war so ein komischer Kauz, der hier rumgeschnüffelt hat. Okay, das waren wir wahrscheinlich, oder? Oh, da ist er, halt. Leute, beruhigt euch, ich wohne hier auf dem Friedhof. Sag ihnen, dass du der Friedhofswärter bist. Sag ihnen, dass der Bischof dein Freund ist. Ich bin der Friedhofswärter hier. Da können Sie die Dorfbewohner gerne fragen. Ich fühle das, Silvester. Möchtest du mich zur Hexenbewohnung begleiten? Ja, klar will ich dahin. Es wäre mir eine Ehre. Ja, das ist einfach so passiert, da gab es nichts zu erzählen. Mhm. Du verheimlichst doch irgendwas, ich werde es schon noch herausfinden. Hier bin ich, der Großinquisitor, ich schütze das wahre Glauben und die Menschheit. Wir leben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt und es steckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Dein Friedhof könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der dunkle Kurt wird stärker, ich kann es fühlen. Rechtschaffender Zorn regt sich in meiner Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Und das ist nur der Anfang. Die Hexe soll brennen.
Ja, mein Herr. Lang lebe der Inquisitor, der Großinquisitor. Hurra, hurra, hurra. Also, du hast wohl viel mit Leichen zu tun, nicht wahr? Könnte man sagen, als Friedhof wäre der. Du lebst gleich neben diesem Hügel beim Friedhof, stimmt's? Ja. Interessant, interessant. Weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf, einen Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der Heiligen Inquisitor. Inquisition. Dorfbewohner sind so verschieden von uns Stadtmenschen, man kann ihnen einfach nicht trauen. Aber du bist neu hier, dir könnte ungewöhnlich Dinge auffallen. Werde sein Freund, der sagt einfach, na, ich werde sein Freund. Eine weise Entscheidung, Freundschaft basiert auf Vertrauen und guten Willen. Um ein Vertrauen zu gewinnen und ein Freund der Inquisition zu werden, musst du deinen guten Willen erst einmal beweisen. Nun denn, ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Was für Aufgaben? Alles zu seiner Zeit, heute ist der Tag des Zorns, kein Tag, um sich mit Kleinigkeiten umzuschlagen. Du kannst am nächsten, keine Ahnung was es heißt, reden oder an einem anderen Ort. Ich komme gern hierhin an, keinem anderen Ort fühle ich mich heiliger Zorn so intensiv. Neue Aufgabe. Ja, jetzt sind wir schon mal auf den Hexenhügel gekommen, ne? Können wir mit dem reden? Ja. Nicht jetzt, okay. Mit denen können wir nicht reden, gehe ich von aus. Was ist das hier? Sehr interessant. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier gibt es auch noch eine Hütte, die aber schon verbrannt und zusammengefallen ist oder so. Was haben wir hier? Pflanzen. Ist das da unten der Sumpf? Könnte sein, dass das da unten der Sumpf ist, ne, oder? Kommen wir da irgendwie hin? Ja. Nee, noch nicht. Was geht hier ab? Den Balken erst gar nicht gesehen. Pflanzen können wir da jetzt. Okay, das war dann ein Beet. War jetzt nicht so das, was ich brauche. Wenn da der Sumpf ist und da ist unser Feld, dann müssten wir doch da hochkommen, oder? Und das geht noch nicht. Hier sind wir hochgegangen. Ob wir jetzt hier immer hochkommen, das ist jetzt die Frage, ne? Schwierig. Und nicht jetzt? Nicht jetzt. Gibt's hier noch was zu gucken? Nicht wirklich. Okay, hier ist jetzt nichts zu holen. So, da waren wir schon. Und hier kommen wir nicht weiter, oder doch? Nee, da ist zu. Kommen wir hier lang? Ja. Ja. Nein. Ja. Wenn ich den wegmache, komme ich dann dahin? Glaube nicht, ne? Ne, ist zu. Holzstückchen haben wir jetzt auch gekriegt. Ah, da ist der Papst und die Wachen. Und ich weiß nicht, ob die Schranke wieder runtergeht oder nicht. Hier gibt's noch einen Weg nach da. Und da waren wir schon, oder? Am Ende ja. Ja, hier waren wir schon. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Haben wir hier das Beet doch gemacht, oder? Ja, glaub schon. Ist jetzt dunkel, deswegen habe ich das nicht erkannt, ne? Jetzt ist gleich die Schranke runter und wir kommen vom Hexenhügel nicht mehr weg. Oder dürfen wir jetzt immer hier hin? Wahrscheinlich dürfen wir jetzt immer hier hin, ne? Das müssen wir uns dann mal angucken. Was machen wir jetzt? Wir haben irgendwelche Aufgaben gekriegt, die ich noch nicht angeguckt habe, aber... Eine Leiche, schon wieder, ey, oh. Lass uns erst zum Friedhof gehen, gucken, dass wir es mit den Blaupausen hinkriegen. So, jetzt geht das.
aufhübschen, oder? Da. Und da. Und da. Geht der auch noch? Ja. Jetzt haben wir keine mehr. Jetzt ist die Qualität des Friedhofs bei minus 9. Tja. Grabstein reparieren. Geht. Ach so, müssen wir weitermachen. F. Haben wir repariert. Jetzt ist er schon nur noch bei 7. Geht da noch mehr? Nee, da fehlt uns jetzt Grabstein, Werkzeug zum Reparieren. Okay, und das zweite? Grabzaun, Steinreparatur, Werkzeug. Haben wir das weggelegt oder ist alle? Wahrscheinlich alle. Aber wir sind schon bei 7, das ist schon mal gut. Hier war ja nichts mehr, ne? Nee. Vielleicht haben wir die besser nicht ausgehoben, die Grabstätten, ne? Dann hätten wir nicht 2 noch Minus gekriegt. Hm. Doof gelaufen. So, die Leiche, die ist schon ein bisschen gammelig. Ja, gehen wir da mal rein. Da haben wir wieder was aufgehoben. Autopsie. Können wir wieder alles entfernen, ne? Aber das kostet uns wieder ganz viel Energie da oben. Aber wir kriegen auch Punkte. Aber warte mal. Ja, komm, wir machen das erst zu Ende. Geht auch wieder. Knochen entfernen. Okay. Können wir auch machen. Und war gleich müde. Schaffen wir auch noch. Ja. Und? Das ist das Letzte, was wir noch schaffen. Und das haben wir noch nicht mehr zu Ende gebracht. Schade. Nee, geh da hin und sprech mal mit dem. Haben wir nichts. Gehen wir wieder. Bis später. Haben wir hier noch was? Nee. Da fehlt noch einiges. Hier geht nichts. Da auch nicht. Da geht auch nichts. Verlassen. Starkel. Es fehlt uns hier Eisenstücke. Haben wir 1 von 4. Wir müssen schlafen, das ist das nächste, was wir machen müssen. Ah, unser Haus steht ja da oben. Hier rechts ist doch der Sumpf, Mann. Da können wir doch diese Pflanze vielleicht finden, oder? Ne. Da komme ich nicht durch, da oben blubbert es irgendwie. Komme ich hier lang? Wahrscheinlich. Diese Rohrkolben. Hm, aber die Blume ist hier nicht. War eine weiße, ne, oder? Leider nicht. Da oben ist irgendwie noch ein Symbol. Kann dies nicht entfernen. Ah, schade. Wahrscheinlich müssten wir noch weiter nach Norden, ne? Na, dann geht es halt nicht. Echt doof. Gut. Was sagt denn das Schild? Handwerk. 2 Stein. Flusssand, den haben wir immer noch nicht gekriegt, den Flusssand.
Was ist denn hier zu bauen? Holzstapel. Hof vergrößern. Steinvorrat. Kiste. Ofen. Ja, kann man ganz viele Sachen machen. Nur wir können gerade nichts machen. Können wir das da rüberbringen? Das kann alles weg. Rote Blumen haben wir noch. Metallschrott. Holzstückchen. Essbarer Pilz. Balken. Holzreparaturwerkzeug. Ja, das ist erstmal abgelegt, ne? Gefertigt, Werkzeug, rostige Schaufel. Schleifstange auch. Können wir anfertigen. Also, wir sind müde, geht nicht. Alles klar. Ja, dann sind wir wieder so weit, dass wir schlafen gehen müssen. Und wenn wir wieder schlafen gehen müssen, bedeutet das auch gleichzeitig, dass wir mit dieser Folge erstmal durch sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Habt ihr kein Abo, macht eins. Habt ihr einen Daumen hoch, dann hat euch die Folge gefallen. Und wenn ihr dann die Glocke anmacht, dann könnt ihr das nächste Video von mir sofort mitkriegen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Hier ist noch ein Geist. Ich fühle mich so erfrischt. Gut, und ist auf dem Friedhof viel netter. Ich bin trotzdem irgendwie traurig. Ich bin hier so einsam. Ich war zu Lebzeiten kein guter Mensch. Ich hätte ein besserer Mensch sein sollen. Was meinst du? Wir sind tot, aber wir verdienen noch immer Respekt. Oh fein, ich erkläre es dir. Jede Leiche beherbergt eine Seele, die von ihrem Leben gezeichnet ist. Sünden sind rot und gute Taten sind weiß. Okay. Geht jemand in der Nachbarzelle, er erzählt uns, dass die Stadt einst mit einem schrecklichen Fluch belegt wurde. Nur eine uralte Abmachung konnte diesen Fluch abwenden. Ein Fluch, das ist falsch, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstehe, wovon du da redest. Das tust du bestimmt nicht, Haha. Kümmere dich lieber gut um den Friedhof, ich werde dich beobachten. Ich kann nichts machen, ich bin so traurig. Ah, das Tutorial ist das. Das ist, wenn man aufwacht, kommt man ins Tutorial rein, ne? Kann das sein? Ja, da wissen wir das hier, was da noch Sache ist. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Hier, das ist zwei Sünden hat er gehabt und eine gute Tat oder sowas. Das ist 70%, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss.